Wenn ihr das Wort Fußbodenheizung hört, dann verbindet ihr das im Normalfall immer mit dem E-Strich. Aber wer von euch kennt auch die Fußbodenheizung in der Bodenplatte? Ihr seht es hinter mir. Wir haben uns hier für meine Halle für die Fußbodenheizung in der Bodenplatte entschieden. Der Oberbegriff von dem Ganzen nennt man übrigens thermische Bauteilaktivierung oder Betonkernaktivierung. Nachteile von so einer Fußbodenheizung gegenüber einer Fußbodenheizung im E-Strich ist ganz klar, sie ist halt einfach träger. Ne? Da brauchen wir auch nicht drüber rumreden. Ein anderer Nachteil ist auch, wenn mal tatsächlich was in der Fußbodenheizung wäre, man hat einfach keine Chance mehr ranzukommen. Ne? Bei einer E-Strich-Heizung, da klopfst du den E-Strich auf und guckst, wo das Leck ist. Aber hier müsste man halt 25 cm Beton aufstemmen und hat da noch Eise zwischendrin. Ist halt nicht so geil. Und der letzte Nachteil ist, dass man solche Zyklen wie Tag- und Nachtprogramme nicht unbedingt in so eine Fußbodenheizung in Beton einprogrammieren kann, ne? Weil sie halt einfach sehr träge ist. Vorteile für die Fußbodenheizung in der Bodenplatte war für uns ganz klar, damit man auch mit schweren Maschinen drüber fahren kann. Ne? Und ein anderer Vorteil von so einer Fußbodenheizung in der Bodenplatte ist, dass sie effizienter heizt. Das bedeutet, sie ist einfach sparsamer, ne? Weil der Beton speist ja die Wärme ein und gibt dann immer langsam nach und nach die Wärme ab. Ein weiterer Vorteil ist, man kann auch mit dieser Fußbodenheizung kühlen sowie wärmen. Ich habe nachgelesen, ich muss euch ehrlich gestehen, weil es ist eigentlich jetzt nicht so mein Gebiet, aber man könnte mit so einer Fußbodenheizung in der Bodenplatte so ein Energiesparhaus komplett wärmen. Also man braucht keine andere Heizmöglichkeit. Und jetzt kommen wir zum Einbau, was man da so ein bisschen zu beachten hat. Man bekommt übrigens so einen Verlegeplan. Der Lukas blättet uns den hier ein. Das sieht dann so aus. Der gibt uns vor, wie wir die Schläuche zu verlegen haben, beziehungsweise in was für einen Abstand wir die zu verlegen haben. Ne? Das rechnet dann dort irgendjemand aus, der Hersteller von den Schläuchen. Und der sagt dann dir, wie man es am besten verlegt. Und das Ganze kommt dann übrigens so, in so einer Rolle, die ist jetzt hier zwar schon abgerollt ein bisschen, die macht man dann über diese Vorrichtung drauf und dann rollt man das so nach und nach ab. Ne? Man hat es hier so und dann kann man das einfach so abrollen. Die Rohre werden dann übrigens entweder A mit Kabelbinder befestigt oder B, so wie wir das jetzt hier gemacht haben, mit der Bindemaschine. Aber bei der Bindemaschine klärt es bitte vorher mit dem Hersteller ab, ob das möglich ist. Wenn der sagt, nee, Kabelbinder sind besser, dann macht es lieber mit Kabelbinder. Aber bei der Bindemaschine müsst ihr übrigens darauf achten, dass sie nur zwei Wicklungen hat. Ne? Die hat automatisch immer drei Wicklungen eingestellt. Da gibt es dann so einen Trick, da klickt er dann drauf, da macht die nur noch zwei Wicklungen. Gerade extra für solche Fußbodenheizungsrohre. Wie viel Heizkreisläufe man verlegt, gibt uns der Verlegeplan raus. Der Lukas soll das hier uns einblenden. Wie man es aber dann grundlegend verlegt, die Schläuche, das liegt dann an euch selber. Ihr könnt Zickzack machen, ihr könnt solche Kurven machen wie wir, also so Schlangenlinien. Wichtig ist halt, dass die Schläuche nicht weiter wie 30 cm auseinander sind. Näher spielt keine Rolle, aber so hat es uns halt der Heizungsbau vorgegeben. Und was man noch sagen kann, die Kreisläufe sind anhand von der Förderleistung von der Pumpe vorgegeben, also die Länge, wie lang dann die Schlauchleitung sozusagen ist, was die Förderpumpe noch effizient fördern kann. Durch das, dass wir immer einen Vor- und Rücklauf haben, mache ich das sozusagen vor ein Ende schon mal fest in die Richtung mit genug Überstand. Gehen dann mit dem anderen Ende zurück. Das heißt, das, was hier auf der Rolle ist, ist dann später... Wie soll man das erklären, Julia? Wir haben den Anfang am Ende festgemacht mit Kabelbinder. Das könnt ihr hier übrigens sehen. Und jetzt legen wir dann wie so eine Schlaufe uns die Bahn. Ne? Also wir jetzt arbeiten bei uns eigentlich mit dem Ende rum. Ja. Bis wir wieder zurück sind und abcutten. Und dann schneiden wir ab. Ja? Ich weiß nicht, wie man das erklärt. Ja, aber so ist es. So funktioniert es. Ja. Wir haben ja erwähnt, dass im Verlegeplan angezeigt wird, mit was für einem Abstand wir diese Schläuche verlegen müssen. Und zwar soll die am Ende 30 cm Abstand voneinander haben. Ne? Deswegen müssen wir jetzt unsere Zuleitung so verlegen, dass wir 60 cm Platz haben, damit wir mittig dann den Rücklauf legen können. Und das ist eigentlich ganz einfach hier bei den Matten. Eine Masche hat hier 15 cm, also brauchen wir vier Stück von unserem Rohr hier, vier Stück. Und so legen wir das jetzt vor, dann haben wir unsere 60 cm und dann können wir da ohne Probleme wieder den Rücklauf legen. Perfekt. Jo, perfekt. So, jetzt sind wir übrigens am Ende von unserem Heizkreislauf angekommen. Deswegen legt der Mikey jetzt eigentlich auch in der Mitte, aber zu unserem Zulauf sind wir am Ende jetzt eigentlich angekommen. Weil jetzt legen wir den Rücklauf raus und
Das werden wir nämlich hier jetzt mit einer Schlange machen, ne? Ja, mit einer S-Form oder Schlange. Das sieht so aus wie eine Schlange. Das ist alles Schlange. Ja, haut's mal in die Kommentare rein. Schlange oder S? Oder eine 8. Oder eine 8 oder so. Eine liebende 8. Auf jeden Fall legt der Mike jetzt hier so ein S und dann gehen wir wieder mit unserem Rücklauf komplett raus, ne? Und zwar genau mittig, wie ich es euch vorhin erklärt habe. Warte, ich bin's schnell. Der Kreislauf ist jetzt gelegt. Unseren Rücklauf haben wir jetzt auch schon gelegt. Und jetzt müssen wir das Ganze abschneiden. Da haben wir hier den Rohrabschneider. Der gute von Wirt. Der ist übrigens echt gut. Ich würde aber euch raten, niemals einen Finger da reinzumachen. Ne? Tut ein bisschen weh. Das nehmen wir jetzt einfach hier und drücken das dann so rein und kappen das dann so ab. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum wir hier hinten so viel Platz gelassen haben. Ganz einfach, weil der Heizungsbauer kommt am Freitag. Der drückt das Ganze dann ab und der entscheidet dann auch, wo der Verteilerkascher dann halt hinkommt. Der entscheidet es am Freitag und damit er nicht durcheinander kommt, klebt der Mikey das jetzt noch ab und nummeriert es. Ja, er schreibt es übrigens einmal auf die Rohre drauf und einmal bitte aufs Tesa. Boah, das ist aber schön gemacht. Willst du auch oben abkleben? Abkleben tun wir es übrigens oben, dass kein Dreck reingeht. Sicher ist sicher. Genau, der Käfer schön. Und der Heizungsbauer kommt übrigens auch noch vorbei und macht einen Drucktest, um zu schauen, ob alle Rohre dicht sind. Weil es kann nämlich passieren beim Einbau, dass man so ein Rohr beschädigt. Dann ist es besser, wenn man es vorher repariert, als wenn das Ganze dann schon betoniert ist. Ich habe es euch ja gesagt, man kann halt das nicht mehr reparieren, so wenn irgendwas kaputt ist. Das war's dann eigentlich schon vom Groben und Ganzen. Wir müssen noch wissen, wo wir, also ihr müsst wissen oder wir müssen wissen, wo dann die ganzen Anschlüsse rauskommen. Ne? Das muss auch vorher geplant sein, beziehungsweise ihr müsst wissen, wo die Heizung hinkommt, dass da auch der Verteiler von den Rohranschlüssen hinkommt. Ja, der Rest macht dann eigentlich nur noch der Heizungsbauer. Das mache ich nicht, weil das ist auch nicht dann meine Materie. Das war übrigens jetzt auch nicht meine Materie. Für mich war das auch das allererste Mal, dass wir das hier so verlegt haben. Ich habe das schon öfters auf der Baustelle gesehen, aber ja, hat eigentlich doch ganz Spaß gemacht, beziehungsweise ging doch schneller als gedacht. So, und das war es jetzt eigentlich schon mit der Fußbodenheizungverlegung, wenn man das so sagen kann. Und übrigens, wenn es euch noch interessiert, hier kommt ihr zu unserem Stützenvideo. Ne? Das ist übrigens ein richtiger Highlight-Movie. Ne? Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann habt ihr auf jeden Fall was verpasst. Abonnieren nicht vergessen. Ich wollte schon Ciao sagen. Ja, also ich und Mikey sind jetzt auf jeden Fall raus. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Kann ich schon den Rücken zudrehen zur Kamera? Doch, ich mach das. Ja, ja. Du machst, als würdest du was arbeiten. Und zwar gibt es jetzt richtig cooler Premium-Content von uns. Dazu müsst ihr... Was müsst ihr denn machen überhaupt? Ja, ich kann das Wort aussprechen. Ja, wir haben eine Kanalmitgliedschaft für euch eingerichtet. Das könnt ihr übrigens auch gerne abonnieren und uns, und uns ein bisschen unterstützen, damit wir alle keinen Mindestlohn mehr bekommen. Danke, ja. Richtig. Und wir laden dort immer ab und zu ein paar Outtakes hoch, beziehungsweise Behind-the-Scene-Videos. Ja, genau. Also ich kann euch versprechen, es lohnt sich sehr. Ja, es ist schon richtig es ist schon ein richtiges, witziges Video drin. Wir hatten alle Bauchschmerzen vor Lachen. Mit Huba und mit Jen. So, vorbei jetzt. Tschüss. Aber letztes Mal hast du gesagt, die Glocke abonnieren. Die Glocke abonnieren. Ja. Ja, das ist nichts funktioniert, Kollege. Nee, nur abonnieren, Kanal machen, Glocke, Aktivation.